Gerade in Zeiten, in denen man sich dreimal überlegt, abends das Licht einzuschalten oder ob ein Lagerfeuer im Wohnzimmer kostentechnisch nicht doch eine längerfristige Lösung darstellen könnte, fragen wir uns, ob es eine Lösung gibt, den Stromverbrauch in der Aquaristik auf ein Minimum zu reduzieren. Darum besuchen wir heute Michael, der den meisten Technikkomponenten in unserem Hobby bereits Lebewohl gesagt hat. Nate-Drop. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Neben mir sitzt der Michael und wir sind hier im wunderschönen München bei dir zu Hause. Hallo. Der Michael, der hat eine, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr selten anzutreffende Form der Aquaristik. Es ist was für die Süßwasserleute unter euch, denn du hast eine, wie nennt sich das? Das nennt sich die Waldstadt-Methode. Waldstadt? Ich denke, dass man es so ausspricht. Keine Ahnung. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist quasi eine Methode, die ein Aquarium erfolgreich laufen lässt, ohne Filter, ohne jegliche andere Technikkomponente wie CO2-Anlage oder sonst was, nur mit Licht. Genau. Ohne, willst du uns ohne da so Dünger, ohne CO2-Anlage, genau. Ja, vom System her ist es ja nicht abwertend gemeint, aber einfach. Ja. Also du hast quasi einen sehr hohen Bodengrund, den du anwendest. Und ich sehe auch diese Erde, also es ist wirklich Erde. Ja. Und da nimmst du nochmal eine Schicht Kies drauf. Genau, um das abzudecken, dass es nicht aufschwimmt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du arbeitest ja auch mit Fischen in Kombination. Ja. Und ich denke, du hast sehr spezielle Pflanzen ausgewählt, um das System irgendwie am Laufen zu halten. Weil du hast ja, anders als jetzt in einem Filtermedium, nicht die Möglichkeit, da irgendwie auch Bakterien etc. pp. Einzubringen. Die Bakterien sind halt in diesem Bodengrund. Das ist quasi das Herzstück von dem Aquarium. Was normalerweise man im Filter ansammelt, das ist hier im Bodengrund. Es dauert viel länger, also circa 2 Monate, bis man vielleicht mal Fische reintun sollte, nach vielem Testen. Der Besatz ist sehr niedrig, ich habe 12 Fische drin. Die Pflanzen, ja, die sollten schnell wachsen. Es sollte möglichst viele Pflanzen drin sein, also mindestens 70% der Fläche. Man braucht Pflanzen, die dazu in der Lage sind, Schadstoffe zu filtern im Endeffekt. Okay, also die wie Ammonium, Nitrit, da kümmern sich ja die Bakterien drum. Und die Fische kacken und das ist quasi der Dünger. Also die Bakterien im Bodengrund, die wandeln die Fischkacke wieder in pflanzenverfügbare Nährstoffe um. Was ist so die Historie hinter deiner Aquariengeschichte, dass du entschlossen hast, so ein System zu fahren? Ich denke, da geht es mir so wie vielen. Wir haben uns ein Aquarium gekauft. Die meisten hätten wahrscheinlich nach 2-3 Monaten gesagt, okay, ich verkaufe es auf eBay. Aber ich musste mich da irgendwie reinsteigern und habe extrem viel gelesen und bin irgendwann auf die Methode gestoßen. Und habe dann auch zu Weihnachten das Buch geschenkt gekriegt. Und da musste ich das direkt testen. Mit meinem, also ein Becken ist jetzt schon knapp 4 Jahre alt, das schauen wir uns ja dann bestimmt mal an. Das war einfach so ein Experiment. Ne? Erde gekauft, Kies drauf, einfach mal Wildpflanzen rein und geschaut, was wächst nicht, was passiert überhaupt. Hat bestimmt 2-3 Monate gedauert, bis ich mich dann getraut habe, auch mal Lebewesen da rein zu tun, aber das war optimal. Also nach 1-2 Monaten waren alle Schadstoffe raus. Lief perfekt. Also am Anfang hatte ich ein paar Algenprobleme. Also in der Startphase hat man immer gern mal Algen drin. Dann reduziere ich einfach die Beleuchtung. Wie lange hast du jetzt die Beleuchtungsdauer? Das hier wird 12 Stunden beleuchtet. Auch ja, Vollintensivität? Also da ist nee, abends dimme ich ein bisschen runter. Okay, okay. Das schaut dann auch einfach schöner aus. Weil die Pflanzen müssen ja auch den Sauerstoff produzieren für die Lebewesen. Das ist ja keine Wasserbewegung da. Also irgendwo muss der Sauerstoff herkommen. Und der muss dann auch in der Dunkelphase reichen, bis das Licht wieder angeht. Wie machst du das mit oberflächenspannungstechnischen Problemen? Also wie machst du das mit Kammhaut? Du hast ja keinen Filter, keinen Skimmer, der die Kammhaut irgendwie abzieht. Genau. Hast du da Probleme? Eins der wenigen Probleme, die immer wieder auftauchen können. Also gerade in der Einfahrphase, wenn da biologisch viel abgeht, dann hat man da eine Kammhaut drauf. Aber die kann man einfach abschöpfen oder einfach mal ein Küchentuch drauflegen und abziehen und gut ist. Aber wie du siehst, das habe ich jetzt am Freitag gemacht, das Becken. Ach krass, ja. Ah, okay. Also das muss ich wirklich intensiv einspielen. Das ist nicht für jemanden, der sagt, ich will, dass das Ding morgen gut aussieht. Genau. Also ich schätze mal, der Rasen, der hat schon ein halbes Jahr bis 9 Monate gedauert. Also es ist nur für diejenigen, die auch wirklich
Ausdauer haben in diesem Sollte Hobby man ja in der Aquaristik grundsätzlich haben. Stimmt, ja, sowieso. Thema Wasserbewegung, das Wasser ist jetzt komplett starr. Hier hast du ja gar nichts. Also auch wenn du irgendwo Ablagerungen hast, das bleibt ja konstant, oder? Ist überhaupt kein Problem, dass sich das nicht bewegt. Also im Grunde ist es so, dass die Pflanzen ja CO2 benötigen, ganz dringend. Das wie auch jede Landpflanze, damit auch überhaupt Photosynthese stattfinden kann. Bei Wasserbewegung würde ich das bisschen, was hier natürlich entsteht und was die Fische ausatmen und was durch die Wasserwerte drin ist, einfach austreiben. Das heißt, eigentlich wäre ein Filter oder Wasserbewegung eher schädlich. Ach so, also das die Wasserbewegung treibt CO2 aus. Der Mechanismus dahinter, beziehungsweise das System, wird nur durch das, was im Aquarium ist, so konstant gehalten mit Fischen in der richtigen Auswahl, dass du quasi den Besatz nicht überlastest. Ja. Und sobald du mit Wasserbewegung den Austausch über die Wasseroberfläche in Gang setzen würdest, würde das System gar nicht mehr funktionieren, so wie es ist. Zumindest würden schwierigere Pflanzen dann nicht mehr funktionieren. Machst du Wasserwechsel? Ja, kleine Wasserwechsel. Kleine. Also mit dem Hardscape wird es schwierig, weil einfach, man sieht es hier, unten ist die Erde drin. Darüber ist Kies, man sieht auch schön, wie die Pflanzen runterwurzeln. Und das ist das Herzstück, also da siedeln sich die Bakterien an. Würde ich da jetzt große Wurzeln oder Steine reinmachen, würden die Bakterien da drin einfach ersticken. Oder die Gefahr wäre groß, muss nicht sein. Es sind ungefähr 6 cm jetzt, die verloren gehen an der Höhe. Ich hätte auch einfach ein höheres Becken kaufen können, aber... Das war mein erstes Becken, ich wollte es halt wieder verwerten. Ja, ja, ja. Beleuchtung ist dann ein großes Thema. Also die einzige Technik, die man hat, ist auch sehr schwer rauszuholen. Eher weniger Licht als zu viel. Ja. Und da muss man sich ein bisschen reintricksen. Also wächst natürlich noch langsamer dann alles, ne? Je weniger genau, Licht wahrscheinlich. Es muss genug da sein, damit sie wachsen und Photosynthese betreiben, aber nicht so viel, dass da halt Algen entstehen. Gerade in der Einlaufphase, bis die Pflanzenwurzeln bis zum Wachsen anfangen, kommen schon mal Algen, aber dann schmeiße ich einfach Schwimmpflanzen rein, die das ein bisschen abdunkeln und die ein bisschen Nährstoffe rausziehen. Wenn die Schwimmpflanzen irgendwann dann nicht mehr weiter wachsen, dann weiß ich, okay, kann sie wieder rausnehmen und gut ist. Das hört sich alles nach sehr, sehr, sehr wenig Arbeit an. Ist es auch. Alle Technikkomponenten, die man ja sonst und auch alle Dünger- und Dosierungsgeschichten, die fallen ja komplett weg bei dir. Also komplett. Du musst wahrscheinlich sehr regelmäßig füttern. Ja, und auch reichlich. Okay. Also ich spare nicht mit dem Futter. Ja. Und wenn ein bisschen was runtersickert, ist das jetzt auch nicht schlimm. Okay. Also da kümmern sich die Garnelen, Schnecken und auch die Bakterien drum. Wenn jemand die Waldstadt-Methode anwenden möchte, was sagst du als Zeitraum, muss man einrichten, um ein solches System richtig zum Laufen zu bringen? Auch mit Algenphasen und alles, was da mit einhergeht. Also ich würde sagen, so nach 3 bis 6 Monaten weiß man auf jeden Fall, welche Pflanze wächst da drin und welche nicht. Okay. Es ist immer unterschiedlich. Ich würde grundsätzlich einfach mal so viel Pflanzen wie möglich reinhauen und alles, was nach 3, 4 Wochen nicht wächst oder gelb wird, raus und was anders dafür einsetzen. Man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt wie beim Aquascape ein Becken und mache da die Pflanze rein, da die. Und dann wird das alles wunderschön. Also man muss sich schon darauf einstellen, dass Pflanzen eingehen. Und die kosten ja auch Geld. Was sind deine Top 3 Pflanzen, die du empfehlen würdest für eine solche Art der Aquaristik? Total easy ist die da hinten, die Ludwigie im Hintergrund und da vorne das Pfennigkraut. Pfennigkraut. Ja, die sind total easy. Generell so Kryptokurinen und Schwertpflanzen gehen auch wunderbar. Und alles andere muss halt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch noch nicht alle ausprobiert, aber doch einige und das meiste wächst schon irgendwie. Steht ja mittlerweile auch drauf, wie schwierig eine Pflanze ist. Also die schwierigste Gattung würde ich jetzt nicht nehmen. Hier am Esszimmertisch hast du dein zweites Becken aufgebaut und ich sehe einen Großteil der Pflanzen auch aus dem Becken rauskommen. Ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, gerne Aquarium auf dem Esstisch, aber ich wollte unbedingt noch eins und es war kein Platz mehr da. Naja, aber jetzt steht es hier jetzt mittlerweile seit über einem Jahr. Im Grunde ist es genau dasselbe. Erde, Kies. Dann wollte ich da, dass halt viel rauswächst. Immer schön, ne? Da kriegen die Pflanzen extra viel CO2, wenn sie rauswachsen. Welche zwei Pflanzen sind das hier, die da? Oder sind ja 3 Pflanzen, die da so dominant rauswachsen? Das ist ein Fettblatt da hinten. Das hat jetzt auch vor kurzem erst geblüht. Leider halt jetzt nicht mehr. Ja, und das ist eine argentinische Schwertpflanze. Das Becken hat 12 Liter.
ich schätze mal, wenn man das Gesamtvolumen jetzt vom Wasser noch sieht, dann sind es vielleicht noch 8. So einen hohen Boden in dem Becken, das ist so untypisch. Genau, also für Fische ist das jetzt nichts mehr. Ja, aber die Garnelen vermehren sich, die fühlen sich wohl. Und ein paar Schnecken, also es muss, sollte schon was drin sein. Ja? Soll ja auch, Tiere sollten halt auch kacken, damit quasi nachgedüngt wird. Also es ist tatsächlich so, dass es ohne Lebewesen irgendwann zu einem Punkt kommt, da ist die Erde halt im Endeffekt erschöpft und da passiert nichts mehr. Also man braucht diesen Kacke-Kreislauf quasi. Was hast du an Bestandteilen, die du über die Erde hinzufügen musst? Bist du dadurch auch gezwungen, vielleicht das Ganze mal auszutauschen und neue Erde reinzusetzen? Oder schaffst du es wirklich mit allein dem Futter, das über 10, 20 Jahre laufen zu lassen? Also mein ältestes Becken ist 4 Jahre alt jetzt. Da habe ich nie nachgedüngt, gar nichts, funktioniert immer noch tadellos. Ich weiß nicht, wie lang es funktionieren kann, aber ich habe von Becken gehört, die 10 Jahre funktioniert haben oder länger. Mit dieser Methode? Mit dieser Methode, ohne je irgendwas auszutauschen. Erdeaustausch, das würde auch gar nicht funktionieren. Also Erdeaustauschen heißt, man macht es komplett leer und fängt neu an. Sobald ich den Kies entferne, dann schwimmt die Erde hoch und dann ist das ganze Ding braun und das war's dann. Also wenn du das Ganze ansetzt, musst du auch darauf achten, dass die Erde da so von Kies bedeckt ist, dass da bloß nichts irgendwie an die Oberfläche schwimmt. Genau, deswegen auch die hohe Kiesschicht. Ja, wenn ich mal was arbeiten muss, also Pflanzen entferne, gerade am Anfang kommt es ja vor, weil irgendwelche Pflanzen halt nicht wachsen, dann würde ich viel zu viel Erde rausziehen, wenn ich das nur mit so einem halben Zentimeter oder Zentimeter Kies auffüllen würde oder bedecken würde. Wem würdest du ein solches System empfehlen? Ja, es ist wirklich kostengünstig. Deswegen mache ich es aber nicht. Mich begeistert einfach der Gedanke dahinter, dass das ein natürlicher Kreislauf ist. Deswegen mache ich es. Grundsätzlich kann das jeder machen, der begeistert ist von Aquarien und der sich vielleicht wundert, warum sein Becken nicht gut funktioniert, obwohl er was weiß ich was alles reinschüttet. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt super easy ist. Also man muss schon gerade am Anfang dahinter sein. Was sind die typischen Rückschläge, die einem widerfahren, wenn du so startest? Algen, dass die Lampe nicht passt. Also ich würde empfehlen, dass man am Anfang eine Lampe nimmt, die man dimmen kann, wo man dann auch ein bisschen rumspielt. Wenn die Intensität zu intensiv ist. Genau, wo man halt auch mal runterschrauben kann, wenn Algen kommen. Aber sonst grundsätzlich kann es eigentlich jeder machen, der aber halt auch Bock auf Aquaristik hat und sich damit auseinanderzusetzen. Man sollte auch das Buch lesen. Also unbedingt. Welche Futtertypen setzt du hier ein? Weil darauf basiert ja eigentlich alles. Das ist vollkommen egal, ob das jetzt Lebendfutter ist oder Flockenfutter. Also in dem Becken hatte ich sogar mal letztes Jahr Mückenlarven drin. Ja. Unfreiwillig. Ach so. Also Mücken haben da, irgendwann dachte ich, was ist denn da los? Ja klar, das Wasser also steht. Es war wirklich Schwarzmückenlarven. Krass. Komplett voll, steht. Ja. Damit habe ich alle anderen Fische dann gefüttert. Das hier ist jetzt einmal das Becken, was am längsten steht, richtig? Genau. Das Becken läuft jetzt ungefähr 4 Jahre. Damit habe ich quasi angefangen zu experimentieren, was für Pflanzen funktionieren. Das ist komplett wartungsarm. Je älter die Becken werden, desto einfacher wird es eigentlich. Jetzt kommt er. Ne? Schüchterner Kollege. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, ja, der Gute. Hat er einen Namen? Ja, das ist Bruce. Bruce war jetzt noch nie wirklich schwimmfreudig, aber mittlerweile hängt er halt meistens eigentlich nur noch ab. Wie alt werden Kampffische so? Kann man das sagen? Ja, ich glaube in Haltung maximal 4 Jahre. Okay. Maximal, das ist aber glaube ich auch eher ungewöhnlich. Also der geht auf die 3 zu jetzt. Hängt auch gerne in den Pflanzen rum. Das Becken habe ich jetzt erst vor 2 Wochen massiv zurückgeschnitten. Normalerweise ist das wirklich komplett vollgebuchert und der kann sich da die lieben das Jahr. Deswegen auch hier ein paar braune Stellen vom Abschneiden. Aber das erholt sich wieder alles. Ja, hier ist jetzt eine Lampe, die ist relativ stark. Das ist eine Dennerle 5 Watt. Also die macht richtig helles, weißes Licht. Die habe ich aber deswegen auch einfach viel höher angebracht. Also normalerweise sitzt die irgendwo hier. Es gibt ja diese Regel, irgendwie 0,5 Watt auf einem Liter Aquarienwasser. Mit LED ist das jetzt fast noch ein bisschen zu viel. Eigentlich ohne große Arbeit, das Becken. So, ich denke, Michael konnte uns mit seiner sanften Stimme alle etwas runterbringen heute. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Art der Aquaristik haltet und ob vielleicht schon jemand Erfahrung mit solchen Systemen hat. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche und wir sehen uns hier nächsten Donnerstag. Bis dann, ciao!